machen jetzt auch Mörder. Weil dein Freund hat ein Freund, dessen Freund hat ein Ballermann. Eine Kugel in dein Körper, bei dir läuft deine Boys rauchen Joints vor der Kamera. Jo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Let's Hack. Und ja, in diesem Video spiele ich mal wieder. Alles klar. In diesem Video spiele ich mal wieder. Wieder auf Dings da, auf Randy MC. Das heißt mal wieder. Peso. Denn hier geht noch der Teleport, da die das Standard AC haben und keine Sachen geändert haben. Deswegen geht hier halt nicht nur der Teleport, sondern generell alles geht hier. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, spiele ich mal wieder hier, weil es halt einfach Fun macht. Und ja, Sketch, nicht Sketch, Dings da hier, der Client. Weiß hatte ein paar Updates, wie man sieht. Es ist jetzt schon in der B5 und ja, hat eigentlich nicht so viel Neues, aber ja, Teleport geht halt immer noch durch und Kill Aura ist auch perfekt. Und hier kommt eine Abstauben. So, dann hole ich mir mal hier ein paar Sachen von dem. Ja, hat jetzt nicht so viel Interessantes für mich. So, egal, das brauche ich alles nicht. Ja, Teleport geht, wie gesagt, Spieler 6, so, gehe ich mal in die Mitte einfach. Und dann gehe ich mal zu ihm hier. Und ja, man sieht auf RandyMC, oh, ein Hacker. One Hacker is loading. Ja gut, der war halt easy. Ich glaube, der hat sich gerade was gecraftet. Hatte der nicht noch andere Dia-Zeug? Ja, Dia-Schuhe. Die hätte ich schon noch gerne. So, ehrlich gesagt. Oh Gott, ich bin so langsam im Aussortieren. So. Dann gehe ich auch schon mal zu dem hier weiter. Oh lol, AC hat der Tower gefixt, stimmt. Belastet. Alles klar, das war ja schon jetzt einfach. Und ja, hier auf dem Server macht es halt so Spaß wie auf fast keinem anderen Server. Weil AC halt so schlecht ist und da kannst du dann halt alles machen. Und ja, also wenn ich euch einen Server zum Hacken empfehlen soll, dann auf jeden Fall den. Weil hier sind auch so halt keine als gebannt, ne? Und das war schon der letzte Spieler. Alles klar. Dann sehen wir uns gleich in noch einer Runde wieder. Auf diesem Server. Man kann halt auch fliegen. Man kann hier einfach alles machen. Kill Aura ist auch total krass. Also ja, wir sehen uns gleich in der zweiten Runde. Jo Leute, willkommen zurück. Ich bin jetzt nochmal hier reingegangen. In eine Runde. Diesmal eine Zweierrunde, so wie ich sehe. Ich glaube auf jeden Fall. Aber das werden wir natürlich auch reißen. Auf jeden Fall. Und ja, nein, das Schwert war besser. Aber egal. Ich bin halt manchmal nicht so kompetent. So, war da nicht gerade eine Dia-Hose drin? Doch, war sie. Aber Auto-Armor ist wohl nicht so up-to-date gerade. Ja, ich würde sagen, ich gehe dann mal direkt rüber zu dem Team da hinten. Und so. Ja, ich glaube, der war auch alleine. Aber ja. Wo sind denn hier noch ein paar Leute? Da fällt gerade einer. Da hinten ist einer. So, da sind wir auch schon. Tschüssi. Das war's wohl mit deinem Leben, du dreckige Nusche. So. So. Das war schon mal Nummer 1. Kuss an Tina. Dann komm mal her, Tina. Na, Tina? Alles klar, Tina? Ja, gut. Die Tina war schon einfach umzubringen. Und ja, der Client hat halt auch noch ein paar neue Sachen. Und zwar ein Expense-Scaffold hat der. Den Client werde ich jetzt auch mal benutzen. Ah, ich habe was im Auge. Und ja, der Client ist halt ungefähr so wie Scash, könnte man sagen. Und jetzt bypasst der Tower wieder. Ich verstehe den Client nicht. Oder halt den Server.
Oder das Anti-Cheat. Egal. Nadu? Ja, das ist, macht schon Fun, ehrlich gesagt. Alter. Alter. Das ist einfach so geil. Ich hätte gar keine Möglichkeit mehr, euch den Glide zu zeigen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich in noch einer Runde wieder. Bis gleich. Ja, Leute, willkommen zurück. Ich werde jetzt mal eine Runde machen ohne Teleport. Ich werde nur Glide benutzen. Ausschließlich Glide. Und ja, da habe ich gerade Lust drauf gehabt. Ach, hier geht Chess ESP ja auch. Ach nee, das backt manchmal ein bisschen rum. Man muss immer einmal den Text toggeln und dann geht das ESP wieder. Ah, da habe ich jetzt gerade echt keinen Bock drauf. Und ja. So, dann gehen wir mal zu diesem schönen Lucky Block hier. Oh. Das sieht gut aus. So. Gehen wir mal den Tank, weil ich keinen Bock auf diese ganzen Leute habe, die einen anzünden. Und ja. Ich spiele gegen einen NCP. NCP heißt das doch, oder? Diese Spieler. Ach, ich wollte. Ich wollte ja eigentlich so eine Runde ohne Teleport machen mal, ne? Ich muss mal kurz probieren, ob. Oh, wow, okay. Mal kurz probieren, ob das Glide auch wirklich geht. Ja, geht natürlich. Alles locker hier. Ja, dann hole ich mir mal den hier. Und ab jetzt werde ich ohne Teleport machen. Ich habe mir das einfach nur zu angewöhnt, den Teleport zu usen. Und ja, jetzt werde ich auf jeden Fall ohne Teleport machen. Und Tower ging teilweise, aber jetzt geht es irgendwie wieder nicht richtig. Ich glaube, ich brauche mich sogar gar nicht hochbauen. Aber egal. So, jetzt bin ich halt erstmal halb tot. Oh fuck, ich hasse diese Potions. Alter. Wenn jetzt einer kommt, dann. Oh, da ist ja schon einer. Ah, egal. Ich recke bestimmt gleich wieder. Ja. So. Ich musste erstmal kurz weg. Ich baue mich einfach mal hoch. Ach, der ist ja eh noch nicht da. Ich muss vor allem voll rennen, weil ich ja fliegen muss. Und wenn man fliegt, dann verliert man ja Damage. Verliert man ja Leben. Und ja. Man kann jetzt hier übrigens Punkt Scaffold expanded. Und ja, das ist jetzt auf False. Das heißt, der Scaffold ist nicht expanded. Und hat der Kleine einen Regen? Nein, hat er nicht. Warum sollte er auch? Der war schlecht, Alter. Ja gut, Enderperlen werfen. Er hat von da geworfen und hat es nicht geschafft. Ja, guter Typ, würde ich mal sagen. Ich gehe mal in die Mitte. Was? Was? Ja gut, ne? Da hat der Glide wohl mal kurz gespackt. Aber ja, das war's dann auch schon mit der Folge. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Und ich weiß halt nicht, ich weiß immer selber noch nicht, wann der Client jetzt genau released wird. Aber ja, der Dev wird auf jeden Fall das, wird es bestimmt noch hinbekommen. Es gibt halt im Moment niemanden, der den Client obfuscaten würde und dem man vertrauen kann. Also falls jemand von euch Obfuscator kennt, dem man vertrauen kann. Ja, dann soll er sich mal einfach melden auf Skype oder so. Und ja, das war's dann mit dem Let's Egg heute. Im nächsten Let's Egg bin ich wieder aufgekommen mit Scratch wahrscheinlich. Ciao.